Die Gruppenwettkämpfe sind heute auf der Tagesordnung gewesen. Bei mir jetzt ganz eine lustige Truppe, die euch heute am Gruppenwettkampf ist gestartet. Ja, Paschi, wie heisst ihr genau? Der Name haben wir nicht merken, Bordo. Wir heißen Los Cabrones Chilones del Castello. Wie seid ihr auf das gekommen, Angelo? Ja, das war mal so Gag in der Gruppe intern. Und einer, der eben mal gestohlen hat, gepfiffen, hat eigentlich den Namen gebrungen. So ist das eigentlich gestanden. Habt ihr jetzt voll so ernst genommen, voll trainiert? Oder seid ihr jetzt eigentlich mehr oder weniger spontan gekommen, Regula? Wir haben das sicher voll trainiert, nein, sag ich. Wir sind eigentlich eher eine mütliche Gruppe, nehmen sicher auch Jahre, aber ja, wir sind schon zum Spass hier und wollen gleich das Beste zeigen. Ja. Was ist jetzt das Coolste an diesen Festen hier im Vergleich zu anderen Ausgängen, die da sonst geht? Ja, hier kennt man andere, gell? Im Ausgang da siehst du einen anderen vielleicht ein, zwei Mal und hier im Oberwall, das ist der im Fifer fast. Du kennst einen Vereinsübergriff und Leute, es ist sicher cool, mit denen mal zusammen zu sein. Und auch im Verein intern ist der Zusammenhalt sicher sehr gut. Wir haben eine Hüfe gute Zeiten gehabt. Ja, das weiss man hier sicher sehr zu schätzen, Oberwall, das ist der im Fifer fast. Was verpassen die Leute wie ich, die jetzt gar nichts mit der Ahnenmusik am Hut haben? Völlig viel. Zum Beispiel? Nein, das ist einfach super, die Kollegschaft und... Ja, wie eine Familie, sie sagt es. Und jetzt hier am Abo, wenn ihr jetzt Gruppenwettkampf alles durchgeht, gibt es also ein entspanntes Bier oder zwei? Also jetzt so trinken wir gerade ein entspanntes Bier und wir haben dann um Sydney einen Auftritt im Zelt. Mit dem Verein, das machen wir dann auch noch und nachher, ja, ist der Party. Und morgen zum Motto? Ja, ohne Kopf in den Tag starten. Merci vielmals, Regula, Adje, Paschi.